Schicke Brille. Oh, ja, siehst du jetzt aus? Ja, die sehe ich jetzt erst. Ich hätte es nicht so reinschauen können. Ah, okay. Warum? Man, die Realität guckt durch. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hallo, Benson. Wurstsalat ist bei mir. Hallo, Wursti. Hallo. Und ich kämpfe mit der Kamera. So hingelaufen. Jetzt schneidet es mir die Haare ab. Ach, leck doch die Welt im Arsch. So, jetzt alle. Keine Realität und ich bin nicht abgeschnitten. Sehr schön. Nach einer etwas längeren Pause sind wir wieder hier. Ja. Wir haben das letzte Mal hier mit einem Typen gelabert, wo bin ich denn hingelaufen? Hier um die Ecke. Da habe ich das auch gerade. Ja. Mit Goldeye. Okay. Ja, wir haben uns Skatorf hier seine Lebensgeschichte erzählen lassen. Genau. Ohne in Lachen auszubrechen. Und angestrengt dabei nicht zu gehen. Genau. Mit dem Verdächtigen herumtreiben können wir gar nicht labern, okay? Mit denen hier können wir. Was ist hier los? Die Karaffe enthielt billige Amsek, der offensichtlich parfümiert wurde, um ihn ansprechend zu machen. Okay. Labern wir mal mit den Rumtreibern, oder? Ach, die. Sucht ihr Spektakel und Unterhaltung bescheidener Art, eure Lordschaft Footfall hält für jeden Geschmack etwas bereit. Ja gut, okay. Wahnsinn, das war der erste Ton. Versucht ihr den da mit der Flasche zu schlagen? Ja, ich glaube schon, aber er trifft nicht. Ja. Oder er hält sich einfach falsch rum und versucht zu trinken. Ja, ich glaube, er hat sich falsch rumgehalten. Ja. ja. Das sieht schmerzhaft aus. Er ist besoffen. Ich glaube, da sind wir hier oben durch, oder? Nee, die Hinterräume hatten wir noch nicht. Fällt mir gerade so ein. Und hier sind Kisten. Kisten? Kisten. Und da ist irgendwie eine Kiste. Die ich anscheinend nicht gelootet habe. Am Eingang vorne. Ach, da geht's runter. Stimmt, ging es runter. Stimmt. Was haben wir jetzt noch entdeckt? So, ja, hier unten ist eine Kiste. Ich glaube. Ja, ach, da unten ist aber. Ach, einen Rucksack habe ich entdeckt. Können wir gleich hingehen. Da unten kann man zwar runter, aber nicht weit. So sieht. Ah, ja, ist es. Tant. Das heißt, wir kommen aber auch nicht zu dem Rucksack, den du entdeckt hast. Doch, der ist oben. Ah, okay. Den haben wir irgendwie durch die Wand gesehen. Gerochen. Okay. Bin ich blind, wo ist der? Ja, ich jetzt bin. Is there money to be made? Ah, da. Gut versteckt. Ach, da durch den Spalt durch, von der anderen Seite gesehen sozusagen. Ah ja, da ist ein Spalt. Mhm. Verstärktes Thermoplast für den Rücken. Thermoplast für den Rücken sind gut, wenn man verspannt ist. Hefemehlkuchen. Hafermehlkuchen. Ich glaube, Thermoplast ist auch Teil von Verwundpanzerung hier. Gut. Und jetzt das heißt so Sachen wie Laser und sowas, glaube ich. Du meinst hier in diesem Nebenbereich waren wir nicht, oder?
Ja, genau. Hier hinten waren wir noch nicht. Das sind irgendwie noch zwei Räume. Sieht das nicht interessant aus? Keep your wits about you. Oh, ja. Er ist durch. Hat er sich gerade. Was? Beim Thron, das ist er, oder? Der arme Kerl, dem die anderen die Zunge rausgeschnitten haben. Genau der. Ich glaube, er war bei der Kasbalika. Kasabibla. Naja, jetzt hat er keine Sorgen mehr. Ich habe hier Achtsamkeit 70%. Ich hab 100. Ja, dann auf. Over. Polsterung des dreckigen Sofas bewegt sich leicht. Aus den Tiefen des Möbelstücks ist deutlich ein leises Zischen zu hören. Okay. Ich würde sagen, er schießt. Vorsicht, Schlange. Wir haben einen meisterhaften Energiestreitkolben. Okay. Stränge aus Monophyllendraht. Oh, ja. Aber das ist, also wir haben keinen Monodraht. Quasi sowas wie ein Schneidedraht. Ja, ja, aber das ist Material, keine Waffe. Monodraht ist, glaube ich, bei jedem Cyberpunk-ähnlichen Spiel, ich glaube, seit Necromancer gibt es das, glaube ich, Monodraht. Geweihte Fingerknochen-Amulett. Mhm. Gut. Können wir hier mit. Was sagen die Flüchtlinge dazu? Ja. Nichts sind außer Lobpreisung. Ja, das ist angebracht, aber nicht hilfreich. I always have a backup plan. Das hier sieht shady aus. Mhm, geh mal vor. Schläger, Schläger und ein Charakter namens Risa. Risa. Werden zumindest nicht beschossen. Ja. Hab's gefunden. Safe. Der verschlossen ist. Tech-Einsatz 50%. Ich hab Tech-Einsatz 100. ein Servoschädel-Antigravitationsflügelrad. Ein Katechismus des heiligen Drusus oder zwei und fünf erhabene subdermale Edelsteine. Is there money to be made? Was die mal so alles rumliegen haben. Ja. Die Frau dürfte in den 40ern sein und mustert dich interessiert. Ihr rechtes Auge wirkt neben ihrem dunklen Haut fast schwarz, während das linke ein grünliches Licht ausstrahlt, das durch die verschmierte Linse einer Prothese gefiltert wird. Ihre Arme sind vom Schulteransatz bis hinunter zu den Handknöcheln tätowiert. Sucht ihr was Bestimmtes? Wollt ihr kaufen oder verkaufen? Seid nicht schüchtern, fragt einfach. Die alte Risa kennt jede Menge Leute. Meine Jungs beschäftigen euch alles, was euer Herz begehrt. Was sind das für Jungs mit denen? Was? Der nächste Piratenhändler. Ja, wahrscheinlich. Was sind das für Jungs, mit denen ihr zusammenarbeitet? Risa senkt ihre tragende, rauchige Stimme. Habt ihr von dem Angriff neulich auf den Clipper stand. St. Kogita. Was? St. Kogita. Sankt Kug
Natius gehört. Mensch. Die Fracht wurde entladen, alles Wertvolle mitgenommen. Nun, das war meine Jungs. Ja, Pirat. Ja. Wir nennen uns selbst die Gefährten der Leere. Okay, die kennen wir schon. Ein Zusammenschluss aktiver Gleichgesinnter, die den aufrechten Bürgern des Imperiums helfen. Sich von Besitztümern zu trennen, die sie nur belasten. Ah, ich erinnere mich. Weißt du noch auf dem Gefängnisplaneten? Ja. Das ist, von denen hat er ja geredet. Du bemerkst, wie sich Abelards Gesichtsausdruck vor Abscheu verzieht. Er scheint eine ziemlich klare Meinung von den Leuten zu haben, die Risa als Gefährten der Leere bezeichnen. Piraten also. Risa senkt eine schockierte Miene auf. Er setzt eine schockierte Miene auf. Bitte, warum denn so unfreundlich? Euer geschätztes Selbst weiß doch sicherlich, dass Hieronymus die Askese als Tugend predigt und dass wir nur durch Abkehr von materiellem Reichtum höhere Weihen im Glauben erreichen können. Ach, wie er mir aus der Seele spricht. Wir unterstützen lediglich die Diener des Imperiums, sich Hieronymus ein wenig anzunähern und behalten für unsere Bemühungen einen kleinen Obolus ein. Okay. Wir machen noch 3 und 4, aber handeln möchte ich mit denen eigentlich erstmal nicht. Dafür, in der Hoffnung, dass wir irgendwann mal auf die Station auch wieder zurückkommen. Also ich gehe davon aus, dass wir auf die Station zurückkommen, weil wir bei den Händlern gesehen haben, dass wir uns dann nach oben leveln können. Ich gehe mal davon aus, dass es hier so unser Zentralpunkt sein wird. Ich denke auch. Am besten ist immer Tech. Auch kaputt, das ist kein Problem. Wir reparieren sie oder schlachten sie aus. Und wenn ihr etwas Übles habt, dass alle normalen Händler nicht einmal einen Blick drauf wagen, bringt es einfach her. Meine Jungs und ich finden schon den richtigen Käufer. Der Umgang mit heiligen Technologien durch Laien, die nicht Mitglied der Priesterschaft von Omnisia sind, ist eine Blasphemie der Kategorie 8. Belastende Beweise für sündhaftes Handeln durch die Einheit Alte Risa wurde für künftige Gerichtsverfahren aufgezeichnet. Ich glaube, es hat sich gerade erledigt mit dem Handel. Sie kichert finster. Wollt ihr mich etwa bedrohen, Techpriester? Nun, dann werde auch ich eine Aufzeichnung dieses Gesprächs aufbewahren. Ich bin gespannt, wer von uns die strenge Hand des Gesetzes zuerst spürt. Werde ich in Ketten vor eurem Bruder stehen oder ihr in einer Luftschleuse vor meinen Jungs? Also ich würde es noch grüßen, aber dann würde ich erstmal abhauen und wir merken uns. Risas Gesicht verzieht sich zu einem bitteren, breiten Lächeln. Der alte Mistkerl. Ich dachte, er wäre längst in den Minen abgekratzt. Aber der alte Bagwal lebt also noch, sagt ihr. Wir beide haben viele interessante Sachen zusammen durchgestanden und viele schöne und wundervolle Dinge erworben. Bagwal würde nicht jedem auftragen, mir Grüße zu bestellen. Ihr müsst ihm einen großen Gefallen getan haben. Deswegen wird euch die alte Riese einen besonderen Rabatt gewähren. 5% auf die Fraktion, mit der wir jetzt erstmal nicht handeln. Okay. Einen Blick reinwerfen tut ja nicht weh. Du bist ja bloß neugierig. Es ist auch witzig, wie das jetzt dargestellt ist, mit diesem durchgestrichen und drunter der neue Preis. Finde ich witzig. Wirklich witzig, ja. Das ist nicht 5%, sondern das ist flat 5 überall. Ja. Das ist ein geiler Rabatt. Wir haben einen Haut. Das Schwert, Alter! Hautengen Mantel der Flotte. Dieser Mantel gewährt dem Träger plus 10% Parieren reduzieren und 5% Rüstungsdurchdringung für Nahkampfangriffe. Medikits, ein Bajonettmesser. Wenn der Träger mit einem beliebigen Fernkampfwaffe aus einer Entfernung von einem Feld angreift, fügt dieser Angriff Blutung 4 zu. Okay. Berauschendes Elixier und ein gezacktes Großschwert. Hm.
Mein Charakter ist noch relativ neutral. Ich denke da an deine zwei, die du mit dir rumschleppst. Keep your wits eigentlich about you. Idira natürlich, der ist ja scheißegal. Ja. Dass das Piraten sind. Die anderen beiden finden es wahrscheinlich auch nicht so toll. Ja. Jetzt gucken wir uns nochmal rum, vielleicht finden wir noch was Besseres. Mich würde aber immer noch interessieren, wie wir da runter. Also, das kann doch nicht so. Always keep your eye on the prize. Es gibt unten. Also, einfach tatsächlich gar nichts, okay? Ja, es kann sein, dass er tatsächlich nicht. Das heißt aber, wir sind hier fertig. Ja, ich glaube, wir sind einmal durch. I always keep my options open. Zurück in die Schattenquartiere. So, dann sind wir, glaube ich, auch Footfall erstmal fertig fast. Ne? Nee, ich glaube, wir waren noch nicht mal in dem. Wir müssen noch. Da müssen wir auch noch. Ach ja. Was? Wir haben noch zwei Quests, glaube ich. Eine in Schattenquartieren selbst. Und dann müssen wir auch okay, in dieses Hinterquartier-Ding da kommen. Hinterquartier-Ding, gleich mal gucken. Ah, alt linke Maustaste war der Ping. Mhm. Oder war das jetzt das? Ach nee, das war das jetzt sozusagen. Ja, mal schauen. Das Adeptus Amescus, nein, wo war. Krieg ich keine Stationskarte? Eulnis haben wir ja noch. Gesucht in Footfall hilft Jay bei der Bergung der Fracht aus dem geheimen Lagerhaus, dessen Eingang sich im nordöstlichen Teil der Schattenquartiere befinden. Ach so, und wir müssen Jay noch helfen und zum Lagerhaus laufen. Genau. Ja. Dann gehen wir erstmal zum Lagerhaus, oder? Lage in der alten Brücke. Die zerstörte Brücke in den Schattenquartieren könnte ein von den Erbauern von Footport zurückgelassenes Lager enthalten. Lage in der einstigen Laterne. Footfalls größte Kathedrale wurde nie gebaut. Der Turm, der die kolossale Kuppel hätte krönen sollen, befindet sich nun im Atrium und fungiert als Kapelle des heiligen Drusus. In seinem Inneren könnte sich ein altes Lager befinden. Das sind die Hinweise, die wir von dem Dings bekommen haben. Das klingt interessant. Da müssen wir mal gucken, was damit genau gemeint ist, tatsächlich dann. Ich weiß gerade noch nicht, wovon die reden. Das war der Typ, dem seine Lebensstory wir angehört haben, der hat doch die Schatzsuche gemacht. Und nichts gefunden. Ja, genau, aber ich bin mir nicht sicher, welchen Platz der meint damit. Also im Atrium halt. Irgendwo bei der Kapelle. Hier geht's zum Lagerhaus. Irgendwo. Dann lass doch erstmal dahin. Rise to the top. Beziehungsweise, oh, ja, da waren wir schon mal drin. Ja, hier waren wir schon mal drin. Ach, hier hat's Güter. Oh. Also, die waren, glaube ich, noch nicht da. Nachricht aus dem Brückenlager. Der zerknüllte Nachricht weist nur noch ein kleiner Textfragment auf. Ihr seid auf dem richtigen Pfad suchende. Die anderen Lager. Warte mal, was? Lager in der alten Brücke entdeckt. Oh, das hier ist die Brücke, ja. Was ist das Lager? Okay. Let us not dawdle. Ach, im Atrium? Da ist es sind zwei Verstecke. Ach. Also wenn du in bei Gerüchten gibt es einmal gut, die Brücke ist jetzt weg. Jetzt haben wir noch das Lager in der einstigen Laterne. Okay, und die Brücke war anscheinend, also war anscheinend nichts. Seht, hier ist ja nichts.
Nee. So, wir müssen uns da rein, oder? Ich glaube schon.